Radio Okitoki, Radio Okitoki, von Mensch zu Mensch. So, und wir kommen wieder zur Übertragung. Ich schalte die Musik mal aus und ich schalte jetzt auf die Bühne. Der zweite Teil des Vortrages dann zu Ende ist, haben wir Gelegenheit für Fragen und für persönlichen Austausch. Ich darf noch mal daran erinnern, die Smartphones wieder auszuschalten oder in Flugmodus zu schalten, wenn sie zwischenzeitlich eingeschaltet wurden, damit wir hier den Abend noch gut überstehen. Also wir aus dem Referentenkreis, aus der Selbsthilfegruppe, weil wir ja eine Art Allergie haben und diese Funkstrahlung also körperlich nicht gut vertragen. Und warum das bei vielen Menschen so ist, dass sie zum Beispiel von Funkstrahlung schlecht schlafen und ohne Funkstrahlung wieder besser schlafen, das hat der Herr Professor Dr. Med. Karl Hecht sehr gut beschrieben. Er ist Jahrgang 1924, hat jetzt seinen 95. Geburtstag gefeiert und anlässlich dieses 95. Geburtstags auch Anfang des Jahres eine umfassende Schrift herausgebracht. Sie bekommen auch den Link. Sie können auch, wenn Sie bei uns im Verteiler sich angemeldet haben, diesen Datenzettel ausgefüllt haben, bekommen Sie es auch gerne zugeschickt, die neueste Schrift vom Professor Dr. Med. Karl Hecht. Der hat schon 48 Fach- und Sachbücher geschrieben, über 800 wissenschaftliche Beiträge verfasst über biologische Wirkungen elektromagnetischer Felder auf den Menschen und eine umfassende Auswertung russischsprachiger Literatur aus den Jahren 1960 bis 1996. Meines Wissens die umfassendste Auswertung russischsprachiger Literatur vom Fach. So, die Festschrift zum 95. Geburtstag ist auch für Laien verständlich zu lesen, also kein medizinisches Fachwerk, was nur der hochausgebildete Mediziner lesen kann, sondern auch der Laie. Sie können das kostenlos herunterladen bei der kompetenzinitiative.net. Den Link können Sie gerne bekommen, wenn Sie uns kontaktieren. So, was hat er unter anderem veröffentlicht? Er hat veröffentlicht, wie schaut denn ein Schlafprofil eines sogenannten Gesunden aus? Da gibt es ja diese verschiedenen Schlafphasen. Man hat früher 5 Phasen unterschieden. Die REM-Phase, Rapid Eye Movements, wo man also Träume hat und sich dabei oft die Augen bewegen. Man erlebt im Traum und die Augen bewegen sich. Rapid Eye Movements, das ist so kurz vorm Erwachen. Dann die S1, S2, das sind so die seichteren Schlafphasen, die sind dichter bei der Traumphase. Und dann kommt das, was uns wirklich was nützt zur Erholung, was unser Immunsystem in die Höhe fährt. Das sind die S3 und S4. Früher hat man die unterschieden, heute sagt man einfach, das sind die richtigen Tiefschlafphasen. Man unterscheidet die heute, glaube ich, nicht mehr. Ist aber egal. Fakt ist hier, der sogenannte Gesunde kommt am Anfang relativ bald in einen tiefen Tiefschlaf, der dauert auch länger an. Dann kommt mal vielleicht ein Traum, dann kommt wieder ein Tiefschlaf und dann hat er in der ersten Nachthälfte oder im ersten Drittel schon den Großteil seines lebensnotwendigen Tiefschlafs hinter sich und dann wird der Schlaf allmählich flacher und seichter. So, wie schaut es jetzt bei einem Kranken aus, der eine Elektrosmogallergie hat, bei einem Elektrosensiblen? Der schläft auch ein bisschen, wenn er todmüde ins Bett geht und dann fehlt es aber, diese Tiefschlafphasen 3 und 4, die fehlen dann. Und das ist ein Problem. Das heißt, er liegt zwar im Bett, er wälzt sich hin und her, träumt vielleicht aber was, ist aber nicht richtig munter. Im Gegensatz zu dem Gesunden, der in der Summe etwa 23% von diesem tiefen Schlaf der Stadien 3 und 4 hat, 23%, fast ein Viertel der Nacht, hat der Elektrosensible nur 7% und das ist einfach zu wenig. Ja. Und das Interessante ist natürlich, diese Elektrosensiblen werden dann oft mit Diagnosen belegt wie Burnout oder Erschöpfungssyndrom oder sowas. Ja klar, wenn der nicht genug tiefen Schlaf hat in der Nacht, ist klar, dass er dann Burnout hat und erschöpft ist am Tag. Was jetzt das Interessante daran ist, wir haben ja gesehen am Anfang, diese Probleme mit dem Schlaf, die haben ja zugenommen um 50% in den letzten 7 Jahren. Und in der Zeit haben auch die WLAN-Ausstattungen der Wohnungen zugenommen.
Und der Professor Hecht hat also Folgendes publiziert, dass nämlich das EEG vom Gehirn synchronisiert auf diese 10 Hertz getaktet vom WLAN. Ja, das, was Sie hier mit der Lampe gesehen haben, mit der Blitzlampe, das sind genau 10 Hertz. Und so taktet der Funk immer rein. Und nachdem wir ja elektromagnetische Wesen sind, die Nervenleitung, alles funktioniert über elektrochemische Vorgänge, koppelt das Gehirn an, das ist auch von der Evolution so gewollt, weil wir koppeln uns eigentlich an die Schumann-Frequenz. Die liegt ganz in der Nähe bei 8,3, 8,4 oder ein bisschen höher. Das WLAN kommt mit 10 Hertz, aber starr Tag und Nacht durch. Und er koppelt das Gehirn an und was er festgestellt hat, das ganz Entscheidende, diese 10 Hertz Taktung vom Gehirn, die bleibt auch, wenn Sie dann den Router ausschalten. Also die 10 Hertz von außen, die kommen dann nicht mehr ins Gehirn rein. Das Gehirn könnte wieder selber schwingen in seinem Rhythmus, wie es will, mit 7 bis 12 Hertz vielleicht tagsüber, tut es aber nicht. Und das tut es auch in der Nacht nicht. Und jetzt ist interessant der Zusammenhang. Die 10 Hertz, da sind wir irgendwo da oben. REM, S1, S2, aber niemals da unten bei Stadium 3 oder 4. Dafür brauchen wir nämlich eine Hirnfrequenz zwischen 0,5 und etwa 3 Hertz. Ja, wenn Mediziner da sind, die haben das vielleicht mal gehört, die wissen das. Also zum Tiefschlaf brauche ich eine Frequenz zwischen 0,5 und 3 bis 4 Hertz maximal, aber keine 10 Hertz, da komme ich nämlich nicht runter. Und das genau ist das Problem von den Elektrosensiblen. Wenn die einen 10 Hertz WLAN haben, vielleicht in der eigenen Wohnung, weil sie über den Zusammenhang gar nichts wissen, oder durch die Wand oder die Fenster von der Nachbarwohnung oder durch den Tramboden, den Holzboden oder wie auch immer, das geht ja durch 300 Meter weit. Wenn sie ein ordentliches Messgerät haben, können sie es 300 Meter weit messen. Mit einem kleinen Smartphone nicht, deswegen müssen die ja so stark powern, weil das kleine Smartphone nur eine kleine Antenne hat. Da müssen sie viel stärker reinpowern, dass sie da einen ordentlichen Empfang haben mit so einem kleinen Ding oder einer Smartwatch am Arm. Aber gehen, biologisch relevant, geht das paar hundert Meter. Und das ist das Problem, diese Ankoppelung bleibt bestehen, auch wenn das Ding wieder weg ist. Und die Folge natürlich, haben wir gesehen, seit es die WLANs gibt und die Decktelefone, haben wir einen Anstieg von 4,6 auf 89, also eine Verzwanzigfachung ungefähr der Burnout-Diagnosen und der Krankheitstage. Was tut es noch, wenn ich mir so ein Ding jetzt ans Ohr halte? Also ich vertrage es nicht mehr, ja, ich halte mir jetzt die Fernbedienung her, aber wenn das ein Handy wäre oder ein Deckt-Schnurlos-Telefon von zu Hause und ich halte mir das her, was tut es dann? Wenn ich da das Blut entnehme, dann schaut es nicht mehr so aus, dass ich lauter einzelne Blutkörperchen habe, wo jedes einen Sauerstoff transportieren kann, sondern die klumpen so zusammen, so Klumpen, zu so langen Würmern, wie Geldrollen im Supermarkt, ja, wenn die Kassiererin die nächste Geldrolle aufmacht auf der Kasse fürs Wechselgeld. Darum kommt da dieser Begriff her, Geldrollenbildung, nach dem Handytelefonat. Und dass so ein Ding schwerer durch die feinen Kapillaren, durch die feinen Blutgefäße im Gehirn und so weiter durchgeht, das kann sich jeder vorstellen. Wie gesagt, ich bekomme jeden Monat Einladung zur Bluthochdruckschulung von der SGKK. Ja, warum? Vielleicht, weil das Blut einfach heutzutage mit den vielen Funkstärken verklumpt ist, als es früher war. Gut, Symptome haben wir hinreichend angesprochen. Auch die Frau Gabriel hat uns hinreichend aufgeklärt. Es gibt auch im Internet kostenlos solche Fragebögen, wo die ganzen Symptome drauf sind, die man einfach selber zur Eigenbeobachtung sich mal ausdrucken kann und schauen, reagiere ich denn, wenn ich zu Hause bin in der Wohnung oder vielleicht dort, wo es mir besser geht, in einer Waldhütte irgendwo, wo ich gerne in Urlaub mich erhole. Wie geht es da mit diesen ganzen Symptomen? Können Sie kostenlos runterladen. Ich habe ein paar Einzelstücke da. Wenn das direkt von heute interessiert, kann sich da ein bisschen was von den Einzelstücken mitnehmen. Ansonsten, wenn ich gerade bei der Ansage bin, werden wir auf jeden Fall dann noch unsere Kontaktdaten durchgeben, weil die Kontaktzettel nicht für alle gereicht haben. Dann, wenn Sie das DIN A5 mit diesem Mobilfunkmast nehmen, vielleicht kann man es dann einfach einmal durchgeben durch alle, dass jeder so ein Ding hat, wenigstens jeder, der kein Kontaktblatt abgegeben hat, dass Sie unsere Daten haben mit den nächsten zwei Vortragsterminen und uns kontaktieren können. Dann kriegen Sie die ganzen Informationen. Ein Standardwerk aus dem Bereich der Baubiologie ist Stress durch Strom und Strahlung. Ist seit Jahren eigentlich das Standardwerk zum Thema, weil der Mensch hat ja Stress durch Strom und Strahlung. Und wenn man diese Burnout-Geschichten sieht hier oben, das ist Stress, ja. Wenn der nachts nicht ordentlich schläft, Schädelweh hat, tags arbeiten soll,
wieder mit dem WLAN, mit dem Decktelefon, mit dem Handy in der Arbeit, dann kriegt der natürlich Stress. Nicht nur von der vielen Arbeit, auch einfach von der Strahlung. Und darüber geht dieses Buch, Baubiologie, Stress durch Strom und Strahlung. Der Ansatz ist, unser Patient ist das Haus, da wird uns der Baubiologe-Diplom-Ingenieur Herr Hofmeister nachher noch etwas erzählen. Kurz noch zu den Schutzbestimmungen, was es denn gibt hier in Österreich. Ich denke, das ist jetzt nicht abgedeckt vom Herrn Diplom-Ingenieur. Welche Schutzbestimmungen haben wir denn und wofür schützen Sie uns? Die AUVA, die Allgemeine Unfallversicherungsanstalt, die nimmt also ganz klar Stellung in ihrem Merkblatt M470 über elektromagnetische Felder. Das ist so ein Heftel. Wenn Sie diesen Durchlink hier direkt eingeben, dann können Sie es auch runterladen. Offiziell auf der Homepage finde ich es nicht mehr. Also scheinbar war das irgendwie, ist es jetzt nicht mehr direkt verlinkt mit der Suchfunktion. Aber über diesen Durchlink können Sie es noch direkt herunterladen und lesen. Und da steht unter anderem auf der Seite 25 unter 3.8 vom Minimierungsprinzip. Warum? Die VEMF, die Arbeitsplatzschutzverordnung über elektromagnetische Felder, das ist nämlich die Abkürzung, Verordnung elektromagnetische Felder, beschränkt sich auf die Begrenzung der unmittelbaren Wirkungen und befasst sich nicht mit den möglichen Langzeitwirkungen. Ja, das ist noch einmal der Durchlink hier. Muss ich es bekommen? Der befasst sich also nicht mit möglichen Langzeitwirkungen. Ist ganz interessant. Ich habe auch nicht Schädelweh bekommen, wo ich das erste Mal mit dem Handy telefoniert habe. Ich habe 13 Jahre mit dem Handy telefoniert, habe dann Probleme bekommen. Und deswegen fordert die VEMF, die EMF-Belastung auf das niedrigst vertretbare Niveau zu senken. Und es müssen alle Maßnahmen zur Reduktion ausgeschöpft werden. Also nicht die Grenzwerte jetzt von 10 Millionen auf 100 Millionen erhöhen, sondern alle Maßnahmen zur Reduktion, weniger Strahlung, kürzere Zeit, kleinere Leistung. Ja, wir haben also diese Vorgabe. Die Frage ist, warum auf das niedrigstmögliche Niveau, wenn wir denn Grenzwerte haben. Problem mit den Grenzwerten ist, einerseits sind die an einem toten Plastikmodell entwickelt innerhalb kurzer Zeit, da geht der Herr Diplom-Ingenieur noch drauf ein, ausführlicher. Und alles, was nach 30 Minuten passiert, zählt schon zu Langzeitauswirkungen. Also ich verstehe was anderes unter Langzeit als 30 Minuten. Was gibt es unter anderem für Langzeitauswirkungen? Schädigung der Erbsubstanz, andere athermische Wirkungen, das hat die AUVA mit der MedUni Wien ausführlich untersucht. Athermische Wirkungen bestätigt, Grenzwerte in Frage gestellt und Vorsorge wird gefordert. Auch das kann man runterladen, die Dokumentation zu den Atemstudien. Was gibt es noch? Es gibt einen schönen Film, der heißt Thank You for Calling. Danke für das Gespräch, für das Handygespräch in dem Fall. Zellentartung ist möglich, das kann zu Krebs oder zu Hirntumoren führen und die nehmen in der Tat zu, vor allem die gravierenden der Grade 3 und 4. Die 1er und 2er gehen zurück und die 3er und 4er, die meistens tödlich verlaufen, die nehmen zu. Deshalb kann man offiziell beschönigend sagen, ja, ja, der Krebs nimmt ja nicht zu, der bleibt ja gleich. Das ist für richtig, die Summe bleibt in etwa gleich. Nur die leicht operablen, die gehen zurück und die aggressiven, tödlichen gehen rauf. So ist das. Alles zu sehen im Film Thank You for Calling. Den Trailer gibt es unter www.tjvc.com. Werbung für einen Film schaut so aus, Thank You for Calling, in Form einer Zigarettenschachtel. Mobilfunktelefonie kann Ihre Gesundheit gefährden, aber auf dem Smartphone, nicht auf der Zigarettenschachtel. Und da gehört es eigentlich hin, weil Mobilfunktelefonie kann Ihre Gesundheit gefährden. Sie ist jetzt schon gelistet unter krebsverdächtigte Stoffe bei der IARC, WHO. Und sie gehört eigentlich rein in Wahrscheinlichkeitsinogen bzw. definitiv krebsfördernd. Das wissen wir seit der Ökologstudie im Jahr 2000. Es gibt auch eine DVD drüber vom Klaus Scheidsteger, das ist praktisch der Nachfolger zum Thank You for Calling. Man kann sich auch da den Trailer anschauen. 6 Minuten dauert der. Das Problem 1 haben wir gesehen. Problem 2, diese Grenzwerte haben also eine thermische Mittelwertbildung. Das bedeutet also, wenn Sie jetzt eine Kerze haben mit einem schönen Licht und Sie haben dazu diese Blitzlampe, Blitzlampe.
Ja, dieses, und das wird einfach thermisch gemittelt, zeitlich gemittelt. Und dann reden uns die Leute ein, ja, wenn ich dieses Blitzen jetzt zeitlich mittele, einen zeitlichen Mittelwert daraus bilde, dann ist es ja genauso angenehm wie die ruhig brennende Kerzenflamme. Also das haut irgendwie nicht ganz hin. Und unser Problem heute, wir haben eigentlich nur stroboskopartige gepulste Funkstrahlung und wir haben Langzeiteinwirkungen über 30 Minuten. Was sagt die Ärztekammer? Was die AVA dazu sagt, haben wir schon gehört. Was sagt die Ärztekammer? Die sagt strahlende Informationen, Vorsicht, Achtung. Die Strahlung von Handys ist möglicherweise nicht so ungefährlich, wie von den Mobilfunkbetreibern immer wieder behauptet wird. Und deswegen hat sich die Wiener Ärztekammer in verantwortungsvoller Weise dazu entschlossen, die österreichische Bevölkerung aus medizinischer Sicht über die Möglichkeit negativer Auswirkungen zu informieren. Und was sagen die uns, die Wiener Ärztekammer? Prinzipiell gilt so wenig und so kurz wie möglich mit dem Handy telefonieren. Festnetz verwenden. Kinder und Jugendliche unter 16 sollten Handys nur für den Notfall mitführen. Von telefonieren steht da gar nichts drin. Die sollen also nicht telefonieren, die können vielleicht eins für einen Notfall dabei haben, dass sie Polizei rufen können oder was, oder Notarzt und so weiter. Also auch die Wiener Ärztekammer nimmt ganz klar Stellung. Wir haben die Wiener Ärztekammer Exemplare da. Vielleicht kann man die gleich kombiniert durchgeben mit unserem Kontaktdatenheft. Meine Frau Dr. Müller kümmert sich gerade drum. Dann braucht man nicht alles extra durchgeben, vielleicht auch gleich das Kontaktdatenheft mit durchgeben, das DIN A5. Genau, einfach durchgeben, weitergeben. Jeder nimmt sich ein Exemplar weg von dem gelben von der Ärztekammer und von dem weißen DIN A5 mit dem Mast drauf. Da haben Sie nämlich die nächsten zwei Vorträge schon und unsere Kontaktdaten. Da können Sie uns kontaktieren. Dann kommen wir zu dem nächsten Punkt. Was raten uns denn Umweltmediziner und Baubiologen aufgrund ihrer praktischen Erfahrungen und worauf basieren denn unsere aktuellen Grenzwerte? Wie schaut es denn im Detail genau aus? Und da haben wir unseren Herrn Baubiologen, Diplom-Ingenieur, Herrn Manfred Hofmeister, den ich zu seinem Vortrag bitte. So, wo haben wir die Fortsetzung? Haben wir die irgendwo drin? Beim Edge, oder? So, wir machen gleich weiter, damit wir dann auch früher fertig sind. Ich darf Sie ganz herzlich begrüßen. Ich bedanke mich für die Gelegenheit, bei Ihnen sprechen zu dürfen. Und zunächst möchte ich mich beim Herrn Müller bedanken und für diesen wirklich sehr fundierten und ausgezeichneten Vortrag. Er hat wirklich hier ganz wichtige Informationen gegeben. Ich möchte das jetzt nochmal abrunden aus der Sicht der Baubiologie. Hochfrequenzstrahlung, von der wir heute gesprochen haben, ist ein wesentlicher Faktor, aber es ist nicht alles. Wir haben natürlich auch in der Baubiologie noch wesentlich andere Dinge mit zu berücksichtigen und die sind auch mittlerweile nicht von schlechten Eltern. Die Baubiologie befasst sich letztlich mit dem Einfluss der umgebenden Welt auf den Menschen, die künstlich geschaffen wurde. Wir haben letztlich die Grundsätze, an denen man sich orientiert. Das ist die Natur. Natur ist der Maßstab. Wir haben letztendlich den Begriff der Ganzheitlichkeit. Und Ganzheitlichkeit heißt, möglichst alle Aspekte zu betrachten, damit ein Gebäude und ein Wohnumfeld gesund nachhaltig gut gestaltet ist. Man kann natürlich nicht auf alles wie im Labor achten, aber wesentliche Aspekte berücksichtigen, sodass man eine gute Lösung hinbekommt. Das geht von der Raumgestaltung über die Energieberatung bis hin zur Messtechnik, wo die verschiedenen Einflüsse festgestellt werden. Dazu bedient sich die Baubiologie eines standardisierten Messverfahrens und eines entsprechenden standardisierten Werkes, um die Messungen durchzuführen und zuordnen zu können. Da gibt es drei Hauptsäulen. Felderwellenstrahlung nennt man das. Das sind einmal die Niederfrequenz aus den Stromfeldern, elektrische und magnetische Wechselfelder, sowohl vom Stromnetz, Hausnetz 50 Hertz, wie der Eisenbahnstrom mit 16 2/3 Hertz. Es gibt die elektromagnetischen Wellen, das ist, wovon wir heute gehört haben, die Hochfrequenz.
Es gibt die elektrischen und magnetischen Gleichfelder. Wir haben auch gehört, das Magnetfeld der Erde ist ein magnetisches Gleichfeld. Wir haben natürlich auch Radioaktivität, geologische Störungen, das Problem Radon und zunehmend das Problem Schall, Infraschall. Auch die Windräder verursachen weit über viele Kilometer Infraschall, das man nicht hört, aber der Körper spürt. Dazu gibt es dann den Bereich der Wohngifte, Schadstoffe, Raumklima. Wir wissen alle, die Chemie hält Einfluss für alle möglichen, bei allen möglichen Dingen. Klebstoffe, Farben, Lacke, Wandfarben, all diese Dinge dünsten aus und verursachen oft eine höhere Belastung in Wohnungen als an der vielbefahrenen Straße. Es gibt bekanntermaßen das Problem Asbest, das erst nach vielen, vielen Jahren wirklich in die Öffentlichkeit gerückt ist, so wie jetzt die Hochfrequenz, wo man jetzt allmählich anfängt, darüber nachzudenken, war es ähnlich beim Asbest. Man hat das jahrelang vernachlässigt. Die Folgen sind bis heute zu spüren. Wir kennen Schimmelbildung, wenn das Raumklima schlecht ist. Und das sind natürlich Belastungen, die Bronchialbeschwerden hervorrufen, Allergien hervorrufen, die Pilzsporen. Durch diese Dämmwut heutzutage sind die Gebäude schlecht belüftet. Das hat zur Folge Kondenswasserbildung an kalten Stellen, Kältebrücken, und das ist der Nährboden für Schimmel in den Wohnungen. Nur damit Sie das mal einordnen können. Und dann gibt es entsprechend verschiedene Pilze, Schimmelpilze, Hefepilze, Bakterien, die in Leitungssystemen, in Lüftungssystemen Einzug halten, wenn die Wartungen schlecht durchgeführt werden. Und dann ist die künstliche Gebäudelüftung, wird dann zur Bakterienschleuder, wenn das nicht sauber gewartet wird. Wir haben gehört, jetzt bei den Hochfrequenzwerten wurde erwähnt, die Grenzwerte. Wer setzt diese Grenzwerte fest? Das ist eine Gesellschaft, die auch von der Mobilfunkindustrie natürlich beeinflusst ist. Und wie bereits von Herrn Müller richtig angesprochen, da werden eigentlich nur kurzfristige gesundheitliche Auswirkungen betrachtet. Und hier sind nur die thermischen Auswirkungen in der Überlegung. All die biologischen Wirkungen auf den Organismus, auf die Nervenbahnen, auf das Informationssystem des Körpers, auf die Zellprozesse, die weit unterhalb der thermischen Grenzwerte einsetzen, wird nicht eingegangen. Und wenn jemand sagt, die Grenzwerte schützen uns, dann schützen die uns nur vor Verbrennungen und Überhitzung des Gewebes, aber nicht vor allen anderen Wirkungen. Und unser Körper ist keine tote Materie wie ein Wachskopf mit einer Flüssigkeit drin, die nicht zu heiß werden darf, sondern ist ein hochkomplexes elektrobiologisches System mit vielen Wechselwirkungen und wirklich ganz, ganz schwachen Impulsen. Und hier wird, wenn man sich das Telefon an den Kopf hält, natürlich wie ein Tsunami über die Zellen hinweg gefahren mit Stärken, die das x-tausendfache übersteigen, was normale Boten- und Zellinformationen im Körper sind. Hier nochmal dargestellt, dieses Ziel des offiziellen Grenzwertes ist der Schutz vor der Umwandlung der Strahlungsenergie in Wärme. Hier soll vermieden werden in der Bestrahlungsdauer, dass sich das weniger als ein halbes Grad Kelvin erwärmt. Bei einer Ganzkörperbestrahlung von 0,08 Watt pro Kilo und beim Kopf 2,0 Watt pro Kilo. Viele Handys haben eine Sendeleistung von 2 Watt pro Kilo. Also da ist man schon ganz schön belastet, weil das ja auch kopfnah dann benutzt wird. Da sind dann noch Sicherheitsfaktoren eingerechnet und dann kommt man zu diesen hohen Werten, die ja bereits auch angesprochen wurden, vergleichbar mit diesen hohen Autobahn-Höchstgeschwindigkeitswerten. Diese athermischen biologischen Effekte werden offiziell nicht
berücksichtigt. Und hier kommt die Baubiologie ins Spiel, hier kommt die sogenannte Vorsorge ins Spiel. Und die Baubiologie spricht nicht von Grenzwerten, sondern von Vorsorgewerten. Das ist nochmal diese Bestrahlung des Modellkopfes, so sollte man sich das vorstellen. Und die Grenzwerte, die liegen wirklich sehr, sehr hoch. Wir haben hier für das UMTS und das E-Netz, das sind die 1800 und 2100 MHz Frequenzen, 9 Millionen Mikrowatt pro Quadratmeter. Deswegen kommt es auch bei offiziellen Messungen immer nur dazu, wir nutzen eigentlich nur 1% oder 2%, wenn es hoch ist, der offiziellen Grenzwerte aus. Deswegen brauchen Sie sich da am Masten keine Sorgen machen. Aber die Werte sind einfach an der Erwärmung orientiert und nicht an dem, wie der Körper reagiert. Dann haben wir das D-Netz, das ist etwas niedriger, weil die Durchdringungstiefe bei Frequenzen höher ist, je niedriger die Frequenz ist. Haben wir vorhin auch gehört. Da war es bei 4,5 Millionen. Bei Tetra, das ist nochmal eine niedrigere Frequenz, das ist dieser Behördenfunk, da sind es 2 Millionen. Und bemerkenswert ist jetzt, die Schweiz, die haben niedrigere Werte, um das Zehnfache niedriger und oft sogar noch fast das Hundertfache. Und da gibt es jetzt ein Problem. Wenn man jetzt 5G einführen will, kommt man mit diesen Werten der Schweiz natürlich nicht mehr zu Rande. Und deswegen gab es in der Schweiz das Ansinnen, die Grenzwerte zu erhöhen, um 5G einzuführen oder überhaupt einführen zu können. Das ist aus medizinischer Sicht jetzt erstmal gestoppt worden. Man darf gespannt sein, wie es ausgeht. Aber man sieht, man stößt, wenn die Werte schon mal niedriger sind, sofort an die Grenzen der Machbarkeit für 5G. Nur damit Sie einen Vergleich haben, wenn Sie jetzt sozusagen ein Handy haben, wo man sagt, es hat einen niedrigen SAR-Wert, das heißt, wo diese 2 Watt pro Kilogramm vielleicht bloß 0,3 oder 0,8 Watt pro Kilogramm sind, Sendeleistung. Ja, ja. Das ist die Absorptionsrate des Körpers. Und selbst dann, wenn Sie jetzt wissen, 2 Watt pro Kilogramm, das sind 2 Millionen Mikrowatt am Kopf. 9 Millionen ist der Grenzwert. 2 Millionen halten Sie sich da am Kopf. Und wenn Sie sagen, ich habe ein strahlungsarmes Handy, dann sind es immer nur 300.000. Und wir haben vorher gesprochen von 500 bis 1500, wo unsere Gründerin der Elektrosmog-sensiblen Vereinigung bereits bei 1500 und 500 diese erheblichen Beschwerden bekommen hat. Natürlich, ja. Ich darf ganz kurz was einbringen. Ja. Ich habe meine Doppelhaushälfte verkaufen müssen, weil ich 9 Mikrowatt hatte. Ja. Ja. Also das ist für mich nicht mehr aushaltbar gewesen. 9 Mikrowatt. Also man sieht die Bandbreite, was die Leute sich selbst zumuten. Und wir haben Messungen durchgeführt, ein Smartphone mit etwa 8-10 Apps drauf, funkt 20 Minuten ununterbrochen, auch wenn sie nicht telefonieren. Allein durch die Aktualisierung ihrer Apps. Und das passiert immer, wenn sie die Funkzelle wechseln. Das heißt, sie fahren mit dem Auto, sie haben ihr Telefon eingeschaltet, dann meldet sich Ihr Telefon bei der neuen Funkzelle, bei der neuen Basisstation mit allen Apps wieder an. Sagt, hallo, hier bin ich und dann geht's los. Gibt es eine neue E-Mail? Wie ist der Wetterbericht? Gibt es Sportnachrichten? Und. Und Sie haben den Funksalat, wenn jetzt 4 Leute im Auto sitzen, mal 4 im Auto. Und das Handy muss voll aufdrehen, damit es aus dem Metall vom Auto rauskommt. Vielleicht haben Sie auch noch Hitzeschutz, also so Sonnenschutzscheiben, die bedampft sind, das schirmt ja gut ab. Und dann muss das erst richtig durchkommen, dann dreht das voll auf und Sie sitzen alle da und denken sich nichts und freuen sich, dass Sie immer die neuesten Nachrichten haben. Spielen möglicherweise noch im Auto.
oder im Bus, wo vielleicht 40 Leute sitzen, die das veranstalten. Jetzt Westbahn, der ganze Waggon ist voll mit Leuten, die das machen. Die haben allerdings einen WLAN-Router im Waggon, da ist es nicht ganz so stark, aber die Werte sind sicherlich auch einige tausend Mikrowatt in der entsprechenden Umgebung. Also das sollte man wissen. Deswegen Bezug zur Wiener Ärztekammer, wenn nicht erforderlich, die Erreichbarkeit während der Fahrt, schalten Sie das Handy unbedingt aus. Erst wieder einschalten nach Ankunft. Sie ersparen sich eine erhebliche Strahlenbelastung. Das ist einmal ganz wichtig. Und wenn wir jetzt einen Blick drauf werfen, auf die verschiedenen Empfehlungswerte, die dort mittlerweile von verschiedensten Seiten gegeben werden, so sieht man, es gibt Werte, die weit, weit unterhalb dessen liegen, was uns als Grenzwert zugemutet wird. Es gibt 200 Mikrowatt, es gibt Bürgerforum sogar für Wachbereiche 1 Mikrowatt, was heutzutage ja gar nicht mehr erreicht wird. Und der Durchschnitt wird ohnehin weit, weit überschritten. Man darf heutzutage froh sein, wenn man Wohnungen findet, wo man überhaupt noch in einigen Räumen unter 10 Mikrowatt kommt. Die Baubiologie, um den Bezug wiederherzustellen, wenn die Messungen durchgeführt werden, hat 4 Kategorien generell für die Empfehlungen. Das eine ist unauffällig, das andere wird dann als schwach auffällig, stark auffällig, extrem auffällig eingestuft. Bei extrem auffällig wird empfohlen, sofort zu reagieren. Bei stark auffällig wird empfohlen, möglichst in absehbarer Zeit was zu tun. Bei schwach auffällig kann man das noch akzeptieren und bei unauffällig ist das in Ordnung. Das sind so die Kategorien. Hier nochmal ein Vergleich zwischen Vorsorgewerte, die empfohlen sind, und Grenzwerte, die offiziell gültig sind. Es gibt eine zweite Bezeichnung, man macht auch manchmal Volt pro Meter oder Mikrowatt pro Quadratmeter, das ist die Leistung, die auf die Fläche trifft. In der Baubiologie hat sich durchgesetzt dieses Mikrowatt pro Quadratmeter. Und man sieht, Landessanitätsdirektion Salzburg von 10 Mikrowatt pro Quadratmeter außen, das Europäische Parlament 100 Mikrowatt außen, das sind sehr niedrige Werte, die kaum mehr erreicht werden, weder in der Stadt noch auf dem Land. Und wenn 5G kommt, dann wird es ohnehin noch schwieriger. Wurde bereits angesprochen, ich habe hier in Verwendung auch eine Auflistung von Dr. Oberfeld, der nochmal diese Leitlinie mitgestaltet hat, der europäischen Umweltärzte, die vorhin gezeigt wurde. Und da sieht man, dass, da gibt es nochmal eine deutlichere, verfeinerte Unterscheidung auch zwischen den jeweiligen Funkdiensten. Nicht jeder Funkdienst ist biologisch gleich wirksam. Wir haben gehört, das WLAN hat eine besondere Bedeutung aufgrund dieser 10-Hertz-Taktung. Das heißt, es ist für den Körper besonders aggressiv, weil sich das in die Gehirnwellen ganz stark auswirkt und in Resonanz mit den Gehirnwellen ist. Und so ist jeder Funkdienst unterschiedlich getaktet und hat dann entsprechend unterschiedliche Wirkungen. Wenn wir jetzt schauen, dieser nicht gepulste UKW-Rundfunk, da sind relativ hohe Werte noch akzeptabel. Wenn wir jetzt aber auf die Pulsungen gehen, das heißt dieses unterbrochene, abgehackte, wie wir gesehen haben auch bei der Lampe, dann wird es schon anders. Da reagiert unser Körper empfindlicher. Und deswegen haben die Umweltärzte Exposition am Tag, Exposition in der Nacht und sogar noch extra für empfindliche Personengruppe Empfehlungen gegeben. Das sind medizinische Empfehlungen. Die haben keinen Anspruch auf Durchsetzung, sondern das sind Empfehlungen, die gegeben werden. Wenn möglich, sollte man das erreichen. Aber die haben keine Gesetzeskraft. Das ist das Problem bei der ganzen Sache, aber das sind Experten, die aus der Erfahrung hier diese Dinge 2016 erarbeitet haben. Das ist ein sehr wichtiges Standardwerk
ein umfassendes Werk, auch für andere Belastungen. Und das kann man nur empfehlen, um einfach sich der Vorsorge richtig bewusst zu werden. Und wir sehen, die WLAN-Strahlung ganz unten angesiedelt, wird hier durchaus als sehr aggressiv angesehen. Wir haben vorher gesehen, die Satelliten werden auch mit dazu beitragen, dass das 5G in Zonen empfangen werden soll, wo man mit Masten nicht so hinkommt. Wir haben hier in den Umlaufbahnen einen Plan, wann der verwirklicht wird, kann man jetzt auch nicht sagen. Sicher werden nicht alle Satelliten zeitgleich auf einen Schlag da oben positioniert. Eine Rakete kann nur eine bestimmte Anzahl von Satelliten transportieren, also es ist ein längerer Prozess. Aber es ist jetzt schon sehr viel Weltraumschrott oben, wo sich diese empfindlichen Sensoren teilweise schon gegenseitig beschädigen in den jeweiligen Umlaufbahnen. Das trägt natürlich dann auch nicht gerade dazu bei, dass da oben mehr Platz geschaffen wird. Und die Frage ist, ob die geostationär eingesetzt sind oder ob man die in Umlaufbahnen schickt. Das sind dann alles noch Dinge, die man entsprechend betrachten muss. Zu der 5G-Basisstation im Haus. 5G-Frequenzen, wie wir gehört haben, haben Anteile in niedrigeren Frequenzbereichen, um eine Durchdringungstiefe zu erzielen. Da wäre gut, wenn man die 900er Frequenzen benutzen könnte. Aber sie haben auch Frequenzen, die weit über das WLAN hinausgehen. Also da 6 GHz, das soll hochgehen bis 30 GHz. Je höher die Frequenz, umso besser die Datenübertragung. Aber umso schlechter die Durchdringung. Das heißt, man kann mit einer ganz hohen Frequenz nicht durch die Mauer. Und jetzt kommt der Trick. Ich biete den Leuten an, Glasfaserkabel zu den Gebäuden zu legen. Dann kommt hohe Datengeschwindigkeit ins Gebäude rein. Und dann wird es eine Box geben. Die wird man den Leuten auch anbieten. Und diese Box wird mit 5G alles im Haus vernetzen können. Das heißt, diese Box ist dann wie Ihr jetziges Kastel WLAN-Router im Gebäude. Aber der kann mit dem Kühlschrank kommunizieren, der kommuniziert mit Ihren Rollos, der macht die Lampen an, der schaltet die Heizung ein, der macht den Ventilator an, der regelt die Raumtemperatur. Da können Sie alles regeln. Ein wahnsinniger Komfort, und das können Sie aus der Entfernung mit Ihrem Smartphone machen. Und das wird den Leuten als großer Fortschritt verkauft werden. Und das ist genau das, was der Herr Müller auch gesagt hat. Es gibt auch eine Information nach außen, wo diese Daten aus Ihrer Wohnung natürlich auch nach außen gelangen können. Sie können nicht nur mit Ihrem Smartphone das steuern, sondern auch kann das nach außen gehen. Und Sie haben dann natürlich die Verstrahlung im Haus. Und wenn das Gebäude verwinkelt ist, wird man Ihnen Repeater anbieten. Weil diese Hochfrequenz 5G mit enormen Datenmengen vielleicht nicht durch diese Hausinnenwand auch nicht kommt. Also braucht man für jedes Zimmer vielleicht nochmal einen kleinen Repeater. Und der ist ja nicht stark, wird man Ihnen auch sagen, weil der muss ja nur ganz wenig durchdringen. Und damit haben Sie die gesamte Hausinstallation im Gebäude. Über die gesundheitlichen Auswirkungen der hohen Frequenzen weiß man noch ganz wenig. Es wird vermutet, dass das möglicherweise auch auf die Netzhaut und die Augen nicht unbedingt förderlich ist, weil die hohen Frequenzen natürlich sich an diese UV-Lichtfrequenzen dann allmählich annähern. Die sind zwar noch weit entfernt, aber das geht in diese Richtung. Man müsste da wesentlich mehr untersuchen. Und das ist bis jetzt so in dem Maße nicht vorgesehen. Wurde angesprochen, an den Busstationen wird man ganz bequem diese Innenstadtbestrahlung montieren. Und da gibt es jetzt eine Maximalleistung von 4 Watt beispielsweise.
Aber wenn man die Antennenfaktoren dazu rechnet, das sind ganz kleine Sektorenantennen, dann kommt da schon ordentlich mehr raus als 4 Watt. Das sind es vielleicht dann 100 oder 150 Watt oder noch mehr. Und dann werden die Leute, die an der Bushaltestelle sind, sich freuen, weil sie wieder alles zu Hause schon regeln können, bevor sie heimkommen. Weil das machen sie dann schon an der Busstation. Aber sie merken nicht, dass sie im Nahbereich dieser Frequenzen sich längere Zeit aufhalten. Und das ist natürlich auch für unseren Organismus nicht unbedingt ein Fortschritt, wenn man sich nach Feierabend aus dem Büro raus auch noch auf der Heimfahrt gut bestrahlt. Dann fragt man sich, wann soll man sich noch erholen? Der Dr. Oberfeld hatte kürzlich einen Vortrag gehalten in Linz vor der Oberösterreichischen Ärztekammer. Ich hatte Gelegenheit, mir diesen Vortrag auch anzuhören. War hochinteressant. Ich habe mit seiner Erlaubnis auch einige Folien eingebaut. Und wir dürfen einfach nicht vergessen, wir sind elektrobiologische Wesen, die auf elektromagnetische Einflüsse reagieren. Unser Blut, wir haben das gesehen, mit Dipolen, plus, minus, kleine Dipole, Flüssigkeiten, das hat einen Einfluss, ob Sie das wollen oder nicht, das ist ein physikalischer Grundsatz. Der eine merkt es eher, ein anderer spürt weniger. Und da setzt das Ganze an. Zentrales Nervensystem, Hormone, Chromosome, Zellkommunikation. Und was der Dr. Oberfeld auch ganz besonders hervorgehoben hat, sind eine Anhäufung der freien Radikalen. Und wenn man zu viele freie Radikale im Körper hat, steigt die Entzündungsanfälligkeit. Das heißt, die Anfälligkeit für Dauerentzündungen im Organismus ist erhöht. Sie schaffen dem Körper sozusagen ein entzündungsförderndes Umfeld für alle möglichen Entzündungen im Körper, an ihren Organen, an den Gelenken. All das spielt eine Rolle. Und das hat der Dr. Oberfeld versucht, in der Oberösterreichischen Ärztekammer den Ärzten mitzuteilen, damit die auch aufmerksam werden, dass, wenn Leute mit diesen Beschwerden erscheinen, dass man auch einmal dran denkt, woher das kommen könnte und ob man nicht vielleicht durch einfache Maßnahmen die Grundlagen und die Ursachen reduziert für diese Erkrankungen. Das ist eine ganz wichtige Geschichte für die Mediziner und natürlich auch für das ganze Krankensystem. Beiläufig wurde auch erwähnt, eine erhöhte Anzahl von Unterleibskrebs bei Kranführern im Linzer Krankenhaus. Die steuern von ihren Kästchen, das sie umgehängt haben, auf den Baustellen die Kräne mit Funk. Baustellenfunk. Und das den ganzen Tag. Das vielleicht auch über Jahre. Und die haben keine Schutzkleidung. Einige Firmen bieten ihren Leuten, Kranführern, Schutzkleidung an. Das heißt, eine Schürze oder eine entsprechende Hose mit Jacke. Aber viele Firmen denken da gar nicht dran. Und diese Krebsfälle treten jetzt schon häufig auf. Wir haben gehört, Wirkungen auf Pflanzen, Sie haben darauf hingewiesen, Wirkung auf Insekten, Bienen. Hier gibt es eine Information, Bienen, Vögel und Menschen, die Zerstörung der Natur durch Elektrosmog, wo darauf hingewiesen wird, wie sich Tiere orientieren, wie Bienen kommunizieren, wo es den guten Futterplatz gibt. Das machen die ja alles mit Informationsaustausch an diesen Eingängen der Bienenstöcke. Bei schwachen Strahlungen ist es noch nicht so schlimm, aber wenn die Strahlungen zunehmen, dann verlieren diese Übertragungsmechanismen der Insekten ihre Wirkung und die Bienen finden die Futterplätze weniger gut und auch die Rückkehrquoten, haben wir ja gehört, werden dadurch reduziert. Und da ist der ganz wichtige Aspekt,
Es gibt dieses Volksbegehren in Bayern für Artenschutz, was ja eigentlich sehr positiv ist. Bloß jetzt blickt man immer nur auf zu wenig Blüten. Diese industriellen Wüsten der industriellen Landwirtschaft, dass zu viel abgemäht wird, auf die Pestizide. Aber dass jemand sich jetzt damit befasst, wie wirken denn die Strahlungen auf diese ganzen Insekten, das wird bisher zu wenig untersucht. Hier müsste man auch deutlich mehr untersuchen. Denn auch in Naturschutzgebieten, wo es keine Landwirtschaft gibt, wo es keine Pestizide gibt, haben wir auch einen sehr großen Artenschwund zu verzeichnen. Und jetzt muss man sich die Frage stellen, ja, wie gibt es das? Also müsste eigentlich da auch hingeschaut werden. Hier nochmal auch die Gefahr der DNA-Schädigung, das bei den Insekten und bei den Tieren vorhin auch angesprochen wird. Und ganz gefährlich natürlich in der Entwicklungsphase des Organismus, wo er verletzlich ist, wo auch keine Reparaturmechanismen mehr greifen, wo das reduziert ist und wo dann entsprechende DNA-Schäden sozusagen zustande kommen. Und das sind schleichende Schäden, die sich eben mit zunehmender Exposition summieren. Sie kennen das ja auch bei der Radioaktivität. Da gibt es das Strahlendosimeter für die Leute, die im Atomkraftwerk arbeiten oder in medizinischen Bereichen. Und die müssen aufpassen, dass sie pro Jahr ihre Dosis nicht überschreiten. Bei der Hochfrequenz müsste das eigentlich auch geben. Gibt es aber nicht, wird nicht angewendet. Das heißt, die Dosis, die sich jeder hier verabreicht, ist unbekannt. Aber der Körper speichert es natürlich ab und merkt sich das. Und wie wir gesehen haben, plötzlich nach 13 Jahren treten erhebliche Probleme auf. Und es gibt auch Darstellungen in der Häufigkeit von diesen Tumorbildungen, von diesen Krankheiten hatte der Dr. Oberfeld auch in seinen Unterlagen, wo er die Wahrscheinlichkeit der Erkrankungen dargestellt hat. Und das heißt, bei 3000 Stunden Mobilfunknutzung, 5000 Stunden, 10.000 Stunden ist die Wahrscheinlichkeitsrate für entsprechende Erkrankungen, Gehirntumore, Speicheldrüsenkrebs, all diese Dinge steigt an. Und wenn man jetzt schaut, eine Stunde telefonieren am Tag sind 360 Stunden pro Jahr, das 10 Jahre, dann haben sie ihr Limit von 3600 Stunden erreicht. Aber nur das Telefonieren. Wenn sie jetzt aber Bus fahren und das WLAN haben, wenn sie im Büro bestrahlt werden, dann ist diese 3600 Stunden Sache natürlich schon viel schneller erfüllt. Und wenn es mal über 5000 Stunden geht, dann haben Sie die Möglichkeit zu sehen, dass die Erkrankungswahrscheinlichkeiten rapide zunehmen und die Anfälligkeiten. Das ist wie bei den Rauchern. Das heißt nicht, dass alle krank werden, sondern ein bestimmter Prozentsatz mit einer erhöhten Rate. Es gibt auch Raucher, die 85 oder 90 Jahre alt werden, aber für die Masse findet das so nicht statt. Und hier haben wir nochmal Energiemangel, Müdigkeit, Depressionen, haben wir heute schon alles gehört. Ich möchte das jetzt nicht nochmal wiederholen. Ich möchte nur noch in Erinnerung rufen, es hat in der Universität Mainz eine Untersuchung gegeben vom Sportwissenschaftlichen Institut, ganz neu. Da wurde eine Gruppe mit Elektrosmog und eine Gruppe ohne Elektrosmog verglichen und die Auswirkung auf die Gehirnaktivitäten sehr, sehr detailliert untersucht. Und hier haben wir systematische Effekte festgestellt, die letztendlich die Beeinflussung
des Gehirns, der Gehirnregionen beweisen, wissenschaftlich beweisen, unter Exposition von Elektrosmog. Und da sieht man, auf die Gehirnwellen wirkt sich das aus. Es wirkt sich auf die Schlafarchitektur aus, haben wir auch gesehen. Das wurde alles in Mainz nachgewiesen bei diesen zwei Probandengruppen. Es gibt eine erhöhte Anfälligkeit für Epilepsie. Es gibt eine Verschlimmerung von Symptomen bei ADHS. Und es hat auch eine Auswirkung auf die Gehirnentwicklung. Und das ist das Wissenschaftliche Institut der Gutenberg-Universität in Mainz. Und das waren die verglichenen Schlafstadien. Man sieht, die Zyklen bei einem Gesunden sind ganz anders in diesen REM-Phasen als bei EMF-Exposition. Das sind keine elektrosensiblen Personen, sondern das sind Leute, die man einfach genommen hat und dieser Bestrahlung ausgesetzt hat. Und demzufolge sind auch diese Behauptungen, dass es keine Erkenntnisse gibt unterhalb der Grenzwerte, schlichtweg falsch. Es gibt die Einstufung, dass hochfrequente elektromagnetische Felder möglicherweise krebserregend sind. Gruppe 2b, das wurde von dieser Kommission festgestellt. Und dabei wurde damals auch der deutsche Vertreter, der Herr Lerchel, ausgeschlossen, weil der zu nahe an der Mobilfunkindustrie war, weil der dagegen gearbeitet hatte. Aber die Mehrheit der Wissenschaftler in Lyon hatte das dann beschlossen. Es gibt die Empfehlung des Europarates, alle Maßnahmen zu ergreifen, um die Exposition der Leute möglichst gering zu halten. Und es gibt für uns alle die Verantwortung für die Kinder, dass man die nicht mit allen möglichen Dingen ausstattet und in ihrer Entwicklung belastet mit allen möglichen Konsolen und das Ganze dann möglicherweise dann auch noch im Schlafzimmer. Denn hier gibt es Auswirkungen auf die Gehirnaktivität. Die Untersuchungen der Universität Mainz haben ganz deutlich gezeigt, dass bei Elektrosmog-Exposition Gehirnregionen aktiviert werden, die bei Menschen nur dann aktiv sind, wenn er einen Stresszustand hat. Dann wird diese Gehirnregion aktiviert. Und das war der Normalzustand bei EMF-Exposition. Das heißt, diese Stresszustände des Gehirns werden dann zum Dauerzustand bei der EMF-Exposition. Und deswegen gibt es ja auch diese Empfehlungen der Wiener Ärztekammer, es gibt die Empfehlungen von Dr. Oberfeld, der Diagnose Funk, EMF-Reduktion mit diesem Heft, wo jeder für sich im persönlichen Umfeld mit einfachen Maßnahmen schon viel machen kann. Man kommt den Dingen natürlich heutzutage nicht mehr aus, aber mit einfachen Dingen kann man durchaus einiges in seinem persönlichen Umfeld verbessern. Bereits angesprochen, ob das nur die industrielle Landwirtschaft verursacht, dieses Bienensterben und dieses Insektensterben, darf mit einem großen Fragezeichen versehen werden. Diese Richtfunkverbindungen, wenn da die Insekten reinfliegen, das tut denen bestimmt nicht gut. Weil da sind noch wesentlich mehr Power dahinter als bei der normalen Mobilfunkantenne. Das sind die Radome, Punkt-zu-Punkt-Verbindungen und die nehmen ja unglaublich zu, weil man ja die Daten rüberschaufeln muss, die bewegt werden. Und diese Strahlen sind direkt, die merken Sie nicht, wenn Sie da jetzt am Boden sind, da gibt es vielleicht ein bisschen Streustrahlung, aber die Vögel fliegen durch, die Bäume, die da im Weg stehen, die werden da auch weggebrannt mit der Zeit. Also diese Radome, das sind richtige, fast wie Laserstrahlen, die da ihre Daten hin und her senden.
Und deswegen möchte ich jetzt nochmal ganz aktuell aus der 5G-Frequenzversteigerung zitieren, war jetzt im Reichenhaller Tagblatt zu lesen. Das ist der Bitkom-Hauptgeschäftsführer und der hat gesagt, der Herr Rohleder, mögliche Risiken sind umfassend erforscht, auch vom Bundesamt selbst, Bundesamt für Strahlenschutz. Die Behörde hat selbst immer wieder festgestellt, dass es unterhalb der geltenden Grenzwerte keinerlei Hinweise auf Gefahren für Menschen, Tiere oder Pflanzen gibt. Das bestätigen alle weltweiten Forschungen. Sollte es einmal andere Hinweise geben, muss denen sehr gründlich nachgegangen werden. Steht jetzt in der Zeitung. Da wird der gesamte Abend, den Sie heute erlebt haben, wo der Herr Müller die Studien erwähnt hat, ad absurdum geführt. Allein hier sind aufgeführt nachweislich wissenschaftliche Studien, Reflexstudien zum Ergebnis Mobilfunkstrahlung in isolierten menschlichen Fibroblasten und transformierten Granulatzellen von Ratten, die DNA-Stangenbrüche auslöst und damit die Gene schädigt, Ergebnis Interphon-Studie. Also es gibt hunderte von Studien, die Dinge nachweisen. Aber er spricht ja nicht mal von wissenschaftlichen Beweisen. Er sagt ja, wenn es Hinweise gibt, muss man denen nachgehen. Also Hinweise gibt es genug. Deswegen nehmen Sie Ihr Schicksal, soweit es geht, in die Hand und schützen Sie sich dort, wo es möglich ist. Und erzählen Sie es auch weiter. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Herr Diplom-Ingenieur Hofmeister, für den fachlichen, sehr, sehr gut ausgearbeiteten Vortrag. Fachleute helfen uns, wenn sie unabhängig von der Industrie sind. Und Fachleute helfen uns, wenn wir diese zahlreichen Hinweise, die es gibt, verschriftlicht haben und zu Appellen, zu Petitionen an unsere Politiker, an unsere Minister bringen. Und solche Petitionen gibt es einige, ich will nur drei nennen. Der EMF-Call, Sie können den runterladen unter www.emfcall.org, dann kommen Sie schon mal dahin. Da gibt es, wo der rote Pfeil ist, eine DE-Version, eine deutsche Übersetzung dieses englischen Appells. Da können Sie den lesen. Es sind zahlreiche Dinge zitiert und es ist im Wesentlichen ein Aufruf zu tatsächlich schützenden Grenzwerten, weil die jetzt, die Auffassungen, die die ITSNIRP vertritt, die sind unwissenschaftlich, die schützen nicht uns als unsere Gesundheit, sondern die schützen lediglich die Industrie und den ungehinderten Verkauf dieser schädlichen Produkte. Und darum geht es in diesem www.emfcall.org. Man kann auch die Beschreibung und den kompletten EMF-Call herunterladen. Man sieht auch die vier Autoren, unter anderem der Herr Dr. Med. Gerd Oberfeld aus Salzburg. Was gibt es noch? Den 5G-Appell zum Schutz vor 5G im Weltraum. Da sollen ja, wie gehört, über 27.000 5G-Satelliten nach und nach aufgeschossen werden, damit auch wirklich der letzte Winkel lückenlos mit 5G-Strahlung versorgt werden kann oder verstrahlt werden kann. 5G-SpaceAppeal.org. Die Biene als Symbol drauf. Ich kenne die Chef-Layouterin, die ist selber elektrosensibel geworden, als im UN-Gebäude in Wien das WLAN installiert wurde. Das hat sie ein bisschen ausgehalten und dann ist sie elektrosensibel geworden. Es gibt von dieser Mrs. Claire Edwards aus Wien, die leider jetzt nicht mehr bei der UN arbeiten kann, weil dieses WLAN immer noch im UN-Gebäude ist.
eben diesen wunderbar gelayouteten Appell, den können Sie auch bei Rite Appeal oberladen. Und dann gibt es auch wieder den Button Deutsch unter www.5gspaceappeal.org. Da gibt es den Button Deutsch, einfach draufklicken, dann kommt das runter. Der hat bis jetzt knapp 54.000 Unterschriften aus 168 Ländern. Das wären doch mal Hinweise, die unsere Herren zur Kenntnis nehmen sollten. Alles Wissenschaftler, Doktoren und Umweltschutzorganisationen wie unsere Selbsthilfegruppe, wir waren bei den Erstunterzeichnern dabei. Dann gibt es eine Petition speziell für Österreich. Ich wollte die irgendwo noch drauf tun. Ich glaube, ich habe die teilweise drauf auf dem großen DIN A4-Blatt auf dem bläulich-grünlich gefärbten Tisch da. wieact.compact.de und so weiter. Petition-gegen-5G-Netzausbau-in-Österreich. O, nicht OE, sondern O. Kann man online unterzeichnen, Namen und so weiter reintun. Appell von über 180 Wissenschaftlern und Ärzten. Gibt es auch, haben wir hier, ich bin gefragt worden, ob man da Teile draus verlesen kann. Es geht im Prinzip einfach um tatsächlich schützende Grenzwerte, weil das alles, was wir jetzt haben, diese Geschwindigkeitsbegrenzung, um nochmal den Vergleich zu nehmen, diese Geschwindigkeitsbegrenzung von 10.000 km/h auf der Westautobahn, die nützt halt nichts, dass man dabei tödlich verunglückt oder krank wird, ja, wenn man tatsächlich mit dem Raketenauto 10.000 km/h fährt. Und so in der Größenordnung sind unsere Grenzwerte. Das wird in allen diesen internationalen Ampeln bemängelt. Die sagen, das ist unwissenschaftlich, das schützt nicht unsere Gesundheit und wir wollen bitte von einer unabhängigen Kommission schützende Grenzwerte, die dann auch wirklich eingehalten werden. Das ist der Sinn dieser ganzen Appelle. Wenn Sie unsere Kontaktdaten haben oder eingetragen haben, wir schicken Ihnen das alles zu, per E-Mail oder wenn Sie wollen per Post. Helfen Sie mit, das ist das Wichtigste, weil wenn wir jetzt das alle angehört haben und sagen, oh Gott, wie schlimm, wir können eh nichts machen. Nein, das stimmt nicht. Wir sind die 99% Verbraucher, die können was machen. Und wenn wir das 5G boykottieren und diese Hinweise, die gefordert sind, an unsere Politiker, Minister und so weiter schicken, dann wird sich da wohl was bewegen. Genauso wie sich beim Asbest mal was bewegt hat nach vielen Jahren und nach Rauchen. Ich kenne noch aus meiner Jugend, da hat es kleine Nichtraucherecken gegeben für die armen Nichtraucher. Überall sonst ist geraucht worden. Ja, das war 30, 40 Jahre her. Ich hoffe, dass das bald mal so sein wird mit 5G-Telefonierern, dass es so wie es jetzt überall Nichtraucherzone ist und kleine Raucherecken, dass es dann kleine Handyfonierer-Ecken gibt und sonst ist strahlungsfrei. Das wäre wünschenswert für die Bienen, für die Bäume und für uns Menschen. Helfen Sie mit. Danke fürs Klatschen, ja. Schön, wenn das dann auch im Radio als Stream zur Verfügung steht, übers Internet, übers Kabel-Internet. Helfen Sie mit, Aufklärung auch über Smart Meter. Das ist jetzt nicht eigentlich mein Ding, aber es gibt hier auch diese Flyer über Stop Smart Meter Netzwerk. Die liegen auch dort auf dem Tisch. Bitte, bitte mitnehmen. Meine Frau hat es gerade, die Frau Dr. Müller. Moment. Du wirst gezwungen, also ich war jetzt Haupt. Das müssen wir eben ändern. Die wollen, dass wir auch, habe ich sehr wohl gemacht, dort ja, telefoniert und da hat es dann geheißen, das nützt nichts, der wird eingebaut und sie können ja deaktivieren lassen. So läuft es nämlich. Ja, das nutzt da nichts, das deaktivieren nutzt da nichts. Aber sie haben keine Chance, sie müssen das machen. Das stimmt, machen. Nein, die haben ja bestätigt. Ja, aber die Abschrift, das nutzt aber nichts, sie können da den Strom abschalten. Ja, drum müssen wir einfach alle zusammenhelfen, weil wenn alle zusammen das Ding verweigern, können sie nicht uns allen zusammen den Strom abschalten. Und darum ist wichtig, dass sie möglichst viele Leute aufklären, ja, und einfach mithelfen. Es gibt das stop-smartmeter.at-Netzwerk. Die haben schon sehr viel erreicht, unter anderem, dass sie überhaupt zur Kenntnis genommen worden sind und Gespräche auf Ministerien. Danke für die Wortmeldung. Bitte jetzt Ende dieser Wortmeldung. Es gibt auch den Film Hol dir deine Macht zurück, der kostet normal 24,90 € als DVD, den können Sie kostenlos streamen, bitte schauen Sie sich auf dem Stop Smart Meter Netzwerk diesen Film an. Ja.
ist sehenswert und Sie wissen dann einiges mehr über diese Smart Meter und die Hintergründe, warum die jetzt kommen. Das nächste holen Sie sich wahrheitsgemäße neutrale Informationen. Also neutral lasse ich mal weg, wahrheitsgemäße Informationen. Natürlich sind die von mir nicht neutral, weil ich spüre den Funk. Die Frau Gabriel spürt den Funk, die Frau Pichler spürt den Funk. Insoweit sind diese Informationen nicht neutral, sondern sie sind von einem aus erster Hand Betroffenen, der weiß nach 13 Jahren Telefonieren, was geht da ab, was tut das vielleicht mit Ihrem Körper, was es mit meinem schon vor einigen Jahren gemacht hat. Nutzen Sie für weitergehende Informationen die angegebenen Interlinks und die angegebenen Dokumente. Disclaimer gegen alles, wir können nicht haften für das, was momentan bei dem abgerufenen Link steht. Es kann sein, die Seite ist gehackt worden, es kann irgendwas anderes sein, also keine Haftung dafür, egal ob Sie das beachten oder nicht beachten. Ja? Auch wenn Sie krank werden, weil Sie das nicht beachten, haften wir auch nicht dafür. Schicken Sie Briefe, E-Mails an Politiker, Minister, Abgeordnete, fordern Sie ein Moratorium von 5G. Das heißt, dass... Wir haben Musterbriefe, wir haben momentan zwei Musterbriefe. Der eine geht über die psychologische Schiene rein, und zwar über das, was von der WHO letztes Jahr frisch anerkannt wurde. Die Smartphone-Sucht, die Online-Sucht. In einem der fortschrittlichsten Länder in Südkorea sind mittlerweile über 30% der jungen Leute online-süchtig. Die kriegen Stress, wann die das Ding nicht haben einen Tag. Und das wird bei uns auch schon bald so sein. Ja? Offiziell sind es bei uns knapp 10%. Also es ist in der Nähe jetzt von Alkohol und Rauchen. Es wird es aber wahrscheinlich bald überholen. Und was ist noch in Südkorea? Die laufen fast alle 9 von 10 Kindern mit so dicken Brillen rum. Ja, warum? Weil die den ganzen Tag auf kürzeste Distanz in das Ding reinglotzen und das in der Schule benutzen zum Lernen. Also 9 von 10 Kindern haben jetzt schon dicke Brillen, weil die kurzsichtig sind. Und jedes dritte ist Smartphone-süchtig. Von der WHO als Erkrankung anerkannt, ganz neu. Und das will jetzt unser Bundeskanzler hier neu einführen, weil das ja so gut ist für unsere Kinder. Zwangs-WLAN und Netbook in der Schule. Bitte fordern Sie ein Moratorium, nehmen Sie einen von den zwei Musterbriefe oder schreiben Sie selber was. Wir schicken Ihnen das gerne. Ich werde nachher eine Aussendung machen an alle, wo ich E-Mail-Adressen bekommen habe oder Postadressen. Wir schicken Ihnen ein bisschen was zu. Nehmen Sie Kontakt auf, laden Sie die Sachen runter, verschicken Sie es. Zum Schluss noch eine Bitte. Wir arbeiten ehrenamtlich. Das heißt, ich kriege hier nicht ein Mordsalär dafür, wie irgendein Aufsichtsratsvorsitzender, wenn der einen Vortrag hält vor der Presse. Wir haben aber trotzdem Ausgaben hier für die Raummiete zum Beispiel, fürs Licht, für Fahrtkosten, dass wir alle hierher kommen, zum Teil von sehr weit her, für Kopien, Infomaterial, was Sie hier mitnehmen können. Bitte tun Sie uns freiwillig was rein. Ja? Wir verlangen nichts, wir verkaufen nichts, wir haben keinen Buchhandel angemeldet, aber tun Sie uns bitte freiwillig was rein. Dieses DIN A5 Heftel vom Land Salzburg oder wo jetzt Diagnose Funk steht, kostet uns 3 €. Bitte tun Sie es rein oder ein bisschen mehr. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und für Ihre Spende. Internetadresse steht auch noch hier für alle, die keine Informationen haben. Vielen Dank und schönen Abend. Zeit wäre für Fragen, wenn noch dringende Fragen sind. Ansonsten. Ja, danke schön an den Veranstalter hier und ich schaue nochmal www.salzburg.gv.at/Selbsthilfegruppe-Elektrosmog. Ja, ein ganz herzliches Dankeschön. Wieder viel Aufklärung und wichtige Aufklärung, die wir hier vor Ort für euch gebracht haben. Es ist nicht alles Gold, was glänzt und ja, und was wir nicht sehen, existiert trotzdem. Und das dürfen wir mal ablegen. Jetzt habe ich noch neben mir den Ananda. Ananda, hast du noch ein paar Worte für den Abend? Ja, bitte, liebe Zuhörer, bewegt euren Allerwertesten, unterschreibt die Petitionen, schreibt Briefe an die zuständigen Politiker, an Ärzte, Ärztekammer, an Journalisten, macht's was. Nur wenn jeder anfängt, Briefe zu schreiben, wirklich jeder, dann können wir da gemeinsam was bewegen. Dankeschön. Danke dir, auch ein besorgter Mensch. Und ich gehe nochmal rüber. Wie war für dich die Veranstaltung? Ja, die Veranstaltung war sehr, sehr gut recherchiert, vorgetragen. Betroffene Personen haben
gewaltige Darstellungen gemacht. Also diese Sendung gehört in jedes Haus auf dem Stick und gehört von vielen Menschen verteilt. Hat mir sehr, sehr gut gefallen. Dankeschön, und das sehe ich auch so. Ja, bei uns geht es natürlich wieder morgen auch weiter im Programm, mal auf den Sendeplan schauen, habe es jetzt nicht vor mir. Ja, und somit versuchen wir unserem Part der öffentlich-rechtlichen Medien auch Folge zu leisten, denn auch dafür sollte der ORF, und das muss ich ihm sagen, auch ganz sicherlich hier sein. Und er ist nicht da und man hört zu wenig. Also die öffentlich-rechtlichen Medien, ich sage es wirklich, dürfen mehr öffentlich-rechtliche Arbeit für die Menschen berichten. In dem Sinne, ich versuche mein Bestes und ich freue mich auch auf eure Unterstützung auf der okitalk.com-Seite. In dem Sinne, hier live aus Salzburg heute am 22.03.2019 beende ich das Programm, die Aufnahme, und einen schönen Tag, schönen guten Morgen, ihr seid im Archiv. Bis dann.